Es tut sich was in der Singener Südstadt. Am sogenannten Volksbankkreisel in der Georg-Fischer-Straße wird derzeit kräftig gebaut. Ein lange gehegter Wunsch des Vereins zur Erhaltung der Bahnlinie Etzwilen-Singen geht nun in Erfüllung. Die seit Anfang der 2000er Jahre bestehende Lücke im Gleis wird nun wieder geschlossen. Dazu verlegt ein Tiefbauunternehmen vorgefertigte Betonelemente, in die später das Gleis gelegt werden soll. Jedes der Betonteile wiegt ca. 6 Tonnen. Gleichwohl wird hier Millimeterarbeit geleistet. Erst wenn das Kiesbett die erforderliche Höhe hat und absolut plan ist, kann das Betonelement eingebaut werden. Die Bauweise mit Fertigteilen spart Zeit und eignet sich für die Verkehrsbelastung im Kreisverkehr. Die Kosten über 385.000 Euro teilen sich die Stadt Singen und die Stiftung Museumsbahn. Und bald soll es dann heißen, freie Fahrt für die Museumsbahn vom schweizerischen Etzwilen bis zum Singener Hauptbahnhof.